blieben! Hast du gehört? Halt! Da bleiben! Hast du gehört? Sicher habe ich es gehört. Ihr sagt ja alles zweimal. Aber vor euch habe ich dann etwa keine Angst. Im Gegenteil, ihr habt meine schon wieder vergessen, was auf meiner Schleife steht. 7-1-Tatsch! Machen wir das zuerst mal nach? Aber so stark sind ihr natürlich nicht. Ihr könnt ja nicht einmal das Äpfelbäumchen da ausreißen. Und ob wir das könnten, das wollte ich dir grad beweisen. Das wollte ich dir grad beweisen? Aus ab, Knurksel, reiss einen anderen Baum aus, das da ist meine. Also gut, Knurksel, ich reiss einen anderen Baum aus, das da ist deine. Putz, Nögeli und Fingerhut, das habe ich prima gemacht. Einen ist schon ab und fort. Und mit dem zweiten wird ich auch noch fertig. Hey, du! Hast du es bald, du Schwächling? Bringst du das Bäumchen nicht allein aus? Muss dir ein bisschen helfen? Nein, ich schaffe es schon. Es ist gar ein dicker Baum. So, jetzt habe ich es. Gell, hä? Das ist aber eine ewige Länge gegangen, bis du das kleine Bäumchen ausgerissen hast. Warte, hilf dir, das Furzschleichen. Träg du vorne bei den Nest und ich heb hinten beim dicken Stamm, weil ich ja einen Weg der Stärker bin. Gut. Träg du hinten und ich vorne. Aufladen. Und los. Ja, kannst denken. Ich höckle rittlings auf den Stamm und lasse mich vorziehen. Putz, Nödeli und Fingerhut, die Stossen, dumme Hagel. Der Esel merkt nicht einmal, dass er einen Reiter hat. Hey, du! Träg ein bisschen! Ich muss ja alles alleine schleichen! Vorwärts! Los, denk dran! 7-1-Tatsch!